Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer vom BLE TV. Mein Name ist Stefan Schmidt und ich stehe jetzt hier in der Sonne von 25 Grad und wo in Norddeutschland? In Scharbeutz an der Ostsee, in der Nähe vom Timmendorfer Strand. Kann ich nur empfehlen, eine wunderschöne Gegend, mal eine Woche, 14 Tage hier Urlaub zu machen mit der Familie. Und was kann man anderes machen, als an den Strand zu gehen? Man kann sich auch mal ein Fahrrad ausleihen und fährt nach Timmendorf rüber oder nach Niendorf und hat eine schöne Fahrradtour vor sich mit der ganzen Familie, weil wir stehen jetzt hier bei dem Fahrradhändler schlechthin in Scharbeutz. Das ist der Tobi. Und wer ja das im Internet buchen möchte, schon mal im Voraus, weil die Fahrräder sind natürlich jeden Tag hier sehr begehrt und ausgebucht, der ruft einfach den Tobi an oder geht ins Internet und bucht einfach seine Räder unter www.tobisrad.de. Und wir werden gleich hier mit dem Tobi ein Interview führen, da wird er uns alles erzählen, wie lange kann man Fahrrad ausleihen, was kostet das Fahrrad, hat man E-Bikes, hat man E-Roller und vieles mehr mit dem Interview hier in der Sonne von Scharbeutz an der Ostsee, gleich mit dem Tobi. Euer Schmidti. Ja, liebe Freunde von der Ostsee oder wer mal gerne hier hoch möchte nach Scharbeutz oder zum Timmendorfer Strand, der möchte natürlich nicht jeden Tag zu Fuß gehen. Nein, und da habe ich einen Spezialisten, der hat nämlich hier mehrere Fahrradverleihe und da freue ich mich, dass er Zeit hat, weil er hat wahnsinnig viel zu tun. Es ist Hochsaison, es ist Mitte August, tolles Wetter, das seht ihr, bei mir steht der Tobi. Hallo Tobi. Moin, grüß dich, Willi. Ja, wir können auch gerne uns abklatschen, gar kein Thema. Moin, moin. Ich habe dich jetzt gerade von der Arbeit weggeholt, du hast Hochsaison, das heißt natürlich. Für dich, wie viele Räder werden hier an diesem Stand pro Tag verliehen? Circa 400 Stück. Am Tag? Am 400 Tag. Fahrräder? 400 Fahrräder haben wir Bestand, genau. Aha, das sind zum Beispiel welche Fahrräder? Was geht besonders gut im Moment? Ja, hier oben ist ja so unser Standard-City-Rad-Rücktritt. Ja. Das ist so das Norddeutsch-Typische. Okay. Das geht am besten. Und E-Bikes habt ihr aber auch? Genügend, ja. Also die kann auch die Leute, die jetzt nicht so sportlich sind und brauchen ein E-Bike, die können sich das bei dir ausleihen. Was kostet ein E-Bike am Tag? Geht los ab 25 Euro. Haben verschiedene Kategorien. Ah, ja. Einsteiger ab 20, hochwertiger ab 30. Alles dabei. Ach cool. So, jetzt ist aber einer dabei, der möchte sich, nachdem er das geliehen hat bei dir und ist begeistert, möchte er sich ein E-Bike kaufen. Bist du nur verleihen oder kann man sich auch, Tobi, ich möchte das E-Bike gerne kaufen, wo kann ich es bestellen? Genau, gar kein Problem. Könnt ihr alles kaufen, leihen, erleben, heißt das ja hier. Aha. Entweder, wenn es dir gleich gefällt, dann kannst du es natürlich mitnehmen oder wir schicken dir das hinterher oder du bestellst eins, wir schicken dir das hinterher, alles möglich. Finde ich im Internet unter www.tobisrad.de. Genau so ist es. Wunderbar, wie lange Lieferzeiten? Boah, ich sag mal so 10 Tage maximal. Ach, das ist ja nach super. Nach Bestellung ist alles da. Wenn du zu Hause bist, kommt dein Rad auch an. Ja, ist doch Bombe, ist doch prima. Und auch für Kinder? Ab wie vielen Jahren können die Kinder hier Fahrrad leihen? Ja, das geht ja ab dem Laufrad los. E-Bikes ab 24 Zoll. Ach, guck an. Also sag mal so ab 10 Jahre, dann können die auch schon mit dem E-Bike fahren. Ich habe gesehen, du hast auch Mountainbikes. Natürlich. Also du hast eigentlich für jeden fahrradbegeisterten Fahrradfahrer hast du alles da. Und ich sehe auch sogar, du hast ein Strandtaxi. Also wenn eine ganze Familie, Vater vorne rein, der kann strampeln und hinten setzt sich die Familie rein. Dann geht das mit der Erikscha los. Tobi, wie bist du dazu gekommen? So, Tobis Rad gibt es ja schon lange. Du hast, wie viele Stationen hast du? Du hast hier in Scharbeutz die eine. Erzähl uns ein bisschen. Ja, genau. Wir haben, hier ist unser erster Standort gewesen. Wir sind nächstes Jahr nullen wir, also da sind wir 10 Jahre dabei. Ah ja. Und dazu ist gekommen Travemünde, Timmendorfer Strand, Pelzerhaken, in diesem Jahr neu Großenbrode. Ab nächstes Jahr haben wir noch einen Standort in Lübeck. Also ihr könnt euch hier uns oder könnt uns überall finden. Aha. Und überall mieten. Ihr könnt auch hier mieten und woanders zurückgeben. Also alles gar kein Problem. Sensationell. Tobi, du bist echt professionell aufgestellt. Ich habe mir das alles mal angeguckt. Wir haben uns natürlich auch Fahrräder bei dir ausgeliehen, sind begeistert. Zum Beispiel, wenn jetzt einer kommen sollte, er bringt sein eigenes Fahrrad mit. Mhm. Sieht man ja viel auf der Autobahn, hinten am Wohnwagen sind Fahrräder. Kann die auch hier mal repariert werden, der Reifen oder die Kette etc.? Ja, wir haben eigentlich drei von unseren Standorten. In den größten Standorten haben wir überall feste Werkstätten mit bei, also professionellen Service. Auch ob vom Laufrad oder bis zum Rennrad, E-Bike, machen wir alles. Was kostet das normale Fahrrad, wenn ich jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel, mir ein normales Fahrrad nehme am Tag?
10 Euro geht's los. Ist doch Bombe. Wunderbar. Tobi, weiterhin viel Spaß. Ich wünsche dir so ein tolles Wetter, dass du viele Fahrräder, 400 Stück an einem Tag, ist natürlich gigantisch. Hätte ich nie mit gerechnet. Du hast ja auch so Bollerkarren oder so Familienbikes, wo die ganze Familie sitzen kann. Finde ich toll. Tobi, herzlichen Dank. Super. www.tobisrad.de im Internet. Also nicht nur leihen, sondern erleben und dann eventuell auch kaufen. Das heißt, wer kaufen möchte, ihr könnt den Tobi auch gerne persönlich eine E-Mail schreiben unter www.tobisrad.de und er wird jede E-Mail beantworten und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem E-Bike, E-Roller auch, Tobi? Alles. Ach, mein Gott, die Fragen sind total überflüssig. Also ruft ihn an und ich wünsche euch dann viel Spaß hier an der Ostsee in Scharbeutz oder Timmendorf oder wo auch immer ihr, vor allem Tobi, das Fahrrad leiht. Euer Schmiedi aus Scharbeutz und wir fahren jetzt mit den Fahrrädern vom Tobi zu Timmendorfer Strand. Bis dahin. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, nach so einem schönen Sonnentag, wir haben jetzt ungefühlte 30 Grad, den ganzen Tag herrliches Wetter hier am Sandgut Beach bei Ralf Plate und natürlich auch bei der Yvonne. Und Yvonne ist natürlich die gute Seele hier von der ganzen Geschichte. Der Ralf ist eher so für die Männer und die Yvonne hat nämlich noch ein tolles Hobby hier. Sie macht nämlich auch die Nägel von den Damen. Also wenn der Mann schon mal ein Bierchen trinkt, dann macht die Yvonne hier bei sich, bei Ralf Plate, bei Sandgut Beach die Nägel. Und die Yvonne hat natürlich auch noch ein anderes riesiges Hobby. Sie macht nämlich Schmuck sensationell toll. Und Yvonne, was stellst du alles so her? Armbänder und Ketten, lieber Schmitti. Armbänder und Ketten. Also wenn ihr hier zum Sandgut Beach kommt, zum Ralf Plate und zur Yvonne, Armbänder, Ketten. Es gibt auch Hüte und natürlich auch Sonnenbrillen. Und es gibt natürlich auch mal ein Bierchen oder ein Eis. In diesem Sinne. Oder sogar ein Prosecco, habt ihr gehört. Also für die Damen, die gerne mal Prosecco zwischendurch trinken, einfach hier zur Sandgut Beach kommen. Das ist das Haus Nummer 3, sagt man dazu, oder Bude Nummer 3? Naja, das ist der Eingang Nummer 3. Eingang Nummer 3 hier an der Ostsee, in der Nähe von Scharbeutz am Timmendorfer Strand. In diesem Sinne, ich danke dir, Yvonne. Ich habe ja schon eine Brille von dir auf und die Armbänder hat die Mama schon und die Christine. Und die sind sehr, sehr schön. Was kosten die? Was für ein Preis? Wo geht's los? 10 Euro. Ab 10 Euro, prima. Und so ein Armband, ich habe gesehen, du saßt gestern in diesem Korb und hast es selber handmade gemacht. Ja. Wie lange brauchst du für so ein Armband? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ich mache mir ja immer vorher Gedanken und dann... Aha. Also dein eigenes... Alles vom Herzen, ne? Kommt vom Herzen. Ja. Also dein Design ist jeden Tag anders. So wie du drauf bist, sagst du, da mache ich mein Herz mit rein, dann mache ich so. Perfekt. Yvonne, herzlichen Dank. Wir genießen jetzt weiterhin die Sonne. Bis später, euer Schmiedi. Ciao, ciao. Ja, liebe Zuschauer, das war unser Travel-Magazin hier oben an der Ostsee, genauer gesagt in Scharbeutz, Timmendorfer Strand. Wir hatten wieder eine wunderschöne Woche hier oben und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr hier hochfahrt und euch ein Fahrrad leihen wollt, dann geht einfach zu Tobis Rad. Das ist mitten in Scharbeutz in der Nähe vom Marktplatz und im Internet könnt ihr vorher schon die Räder reservieren unter www.tobisrad.de. Das zum Fahrradfahren. Und jetzt sind wir natürlich an einem ganz besonderen Strandabschnitt, wo wir immer wahnsinnig gerne sind. Die ganze Truppe von uns hier am Sandgut Beach bei Ralf Plate. Hallo Ralf, mein Freund. Moin, Schmiedi. Ich bin immer begeistert, wie du das hier alles so im Griff hast. Es macht einen Riesenspaß, immer zu dir zu kommen. Du hast diesen Sommer auch wieder jeden Korb, wenn ich jetzt gucke, tolles Wetter, jeder Korb ist vermietet. Wie hältst du es aus, den ganzen Tag in der Sonne? Ja, wir halten es einfach aus, wa? Ja, ist nicht so einfach, in der Sonne den ganzen Tag zu sein. Aber du hast einen tollen Arbeitsplatz. Du arbeitest da, wo andere Urlaub machen. An solchen Tagen ist natürlich ein sensationeller Arbeitsplatz, natürlich, ja. Wir haben die Möglichkeit, dort zwischendurch mal ins Wasser zu springen. Das Wasser hat auch noch sensationelle Temperaturen. Alles wunderbar. Trotz aller Nachrichten, die immer sagen, es gibt Algen und Bakterien. Also ist alles noch im grünen Bereich. Wir können immer noch schwimmen gehen. Das Wetter bleibt toll nächste Woche. Cool. Alles super. Wann fängt die Saison an? Wann endet deine Saison? Am 15. Mai geht's los. Wir sind meistens schon früher da bei schönem Wetter. Und offizielles Ende ist dann der 15.9. Aha, okay, super. Gibt es da eine riesen Abschlussparty?
Also wir werden auf jeden Fall nochmal eine Saisonabschlussparty machen mit unseren Freunden und Stammgästen. Und wo kann man das erfahren, wann die ist? Weil da werden bestimmt jetzt viele Zuschauer sagen, da fahren wir hin, tolles Wetter, ab zum Ralf Plate. Wo findet man dich? Naja, hier am Strand, auf Sandgut Beach bei Instagram oder bei Facebook, Sandgut Ralf Plate. Ansonsten hier vor Ort und alles Weitere erfährt man immer hier, wenn man mal hier ist. Ralf, super, herzlichen Dank. Und wer T-Shirts haben möchte, hier, die sind mega Qualität, sage ich nur. Ich habe mir auch zwei mitgenommen. Unser Team hat uns ausgestattet. Der Ralf, total nett, wie er ist, so kennt man ihn. Wer die gerne erwerben möchte, einfach mal ins Internet gehen oder Ralf über Facebook anschreiben oder über Instagram. Der schickt die auch natürlich euch nach Hause, diese tollen T-Shirts. Ja. Das war's, BLETV, bestlifeentertainment.de. Wer Fragen hat zu unserer Reise hier an der Ostsee, am Timmendorfer Strand oder zu Tobis Rad, der schreibt uns einfach eine E-Mail unter info@best-life-entertainment.de. Das war euer Schmidi. Ich würde mich natürlich freuen, ihr liked unsere Sendung auf YouTube und auf Instagram. Danke nochmal für die 65.000 Follower bei Instagram und die 4.000 bei Facebook und 3.000 bei YouTube. In diesem Sinne, bis bald. Ich grüße aus der Sonne von der Ostsee. Ralf, herzlichen Dank. Bis dahin, Junge. Halt die Ohren steif. Danke. Ciao.